Hey, oh Freunde, damit herzlich willkommen zu einem neuen Ankündigungsvideo. Diesmal for real: Connys Arena Land der Insel Season 2. Kurz mal, Moment mal, es gab schon eine Season 2, aber die ist niemals rausgekommen. Ja, der Grund war, ich war theoretisch, also praktisch gesehen, nicht zufrieden mit meinen Teams und allgemein mit den Regeln. Darum habe ich auch gefühlt für mich die Teams nochmal umgebaut. Und habe auch gefühlt auch die Regeln ein bisschen angepasst, vor allem auch, da auch neue Mons rausgekommen sind. Vor allem relativ viele sogar. Und man, damit man halt auch da wunderschön Dinge schon bauen kann. Erstmal zu den normalen, erstmal ganz kurz, die Regeln werden unter der Videobeschreibung noch stehen. Aber ich werde sie trotzdem mal ganz kurz im Schnelldurchlauf durchgehen. Das erste ist, ja, man sollte immer noch 9 verschiedene Pokémon registrieren, darunter auch 2 S-Tiermons. Und danach sollte sie sie auch Iron Kachu oder Galva schicken. Und ja, die Bandlist und die Tierlist, also vor allem die S-Tiermons, werden auch das Dokument auch unten in die Videobeschreibung verlinkt. Daher, ja, passt das Ganze auch. Das Ganze wird auf National Dex AG gespielt, so damit man auch die Uber und die im AG sind auch da spielen kann. Zum Beispiel, man spielt zum Beispiel Ninja oder halt sowas wie Annihilate, die jetzt zum Beispiel jetzt nicht die halt im Uber sind. Aber wozu Annihilate kommen wir auch gleich. Das Teil darf man nicht mit Rage Fist spielen, das ist auch so eine kleine Dinge. Die Kaizo Easy Normal Modes wurden abgeschafft. Es gibt es quasi nur noch den Kaizo Mode, wo man jedes Team bekämpfen muss, um, wenn man 3 Teams besiegt hat, bekommt man ein Continue. Man startet die gesamte Challenge mit einem Continue. Und halt, wie gesagt, die Movesets, EVs, DVs müssen auch gesetzt sein. Und halt auch für die Teilnehmer und auch für meine Teams gilt auch die Item Close, also nur für das spezifische Team, nicht für jedes einzelne Team, sonst wäre ich ein bisschen zu stark eingeschränkt. Z-Moves, Dynamax und so weiter. Auch Terras ist auch gebannt. Und entsprechend einer Regel kommt eine Disqualifikation. Es sei denn, man hat da irgendwas und man hat da irgendwas gemacht, was eigentlich nicht erlaubt war, aber man ist halt trotzdem aus irgendwelchen Gründen durchgekommen ist, dann werde ich vielleicht ein Auge zudrücken. Aber trotzdem würde ich halt immer gerne halt eine gute Bestätigung haben, dass die Teams auch valid sind. Ja, wie gesagt, 2 S-Tiermons und AG und die Clauses sind noch die Clauses haben sich nicht viel geändert, bis auf die Battle Pass Clause wurde es jetzt komplett so gemacht. Neue Moves ist die gebannt worden sind, ist Zornesfaust, especially für Annihilate, Vitalsegen und halt Hausbruch, nur auf Mega Turtok darf man nicht spielen. Und halt die Fähigkeiten sind noch gleich. Und ja, zu den normalen Inselnregeln ist, ihr dürft erst die Top 4 bekämpfen, die Arena besiegt hat, also die Top 6, haha. die Leads sind nicht mehr festgelegt, merkt euch das. Ja, wie gesagt, Arena-Kämpfe 5 gegen 5, Top 4 und Champ-Kämpfe 6 gegen 6. Die Challenge ist geschafft, wenn ihr den Champ besiegt habt. Das heißt, auch das Champ-Team wird hier auch gezeigt. Und wie gesagt, ihr dürft gegen jede Arena kämpfen, die ihr wollt. Und sind dann 5v5. Wie gesagt, die Challenge ist verloren, wenn ihr keine Continues mehr habt. Also, wenn ihr einen Kampf verliert, ohne einen Continue zu haben. Zu der Endrunde werden wir auch weil ich mal wieder kommen. Also dazu kommen wir auch später, wenn die Challenge erstmal laufen ist. Ach du Scheiße. Genug um heißen Brei geredet, kommen wir erstmal zu den Teams. Wie gesagt, die restlichen der Regeln wird, wie gesagt, halt auch unten halt unter die Videobeschreibung stehen, wenn ihr noch genaueres durchlesen wollt. Aber ich habe jetzt quasi das Wichtigste gesagt. So, das erste Team, was ich in meiner Liste habe, ist Zuzu, der Spooky Gym Leader. Gebt euch den Spook Badge. Er hat ein Dragapult, ein Gurgeist, Mimikma, Goldengo und ein Mega Banette. Das erste Team, was ich gebaut habe, gebt euch den Spooky Badge. Ja, das ist ein relativ interessantes Team. Ich bin auch sehr gespannt. Wie gesagt, jedes Team wurde auch praktisch auch überarbeitet. So, wir gehen auch gleich zum nächsten Team.
muss kurz was machen. Gib eine Sekunde. Alter. Kommen wir zum zweiten Team. Das zweite Team ist Megu, the cute Dragon Tamer. Gibt euch den Dragon Gem Badge. Sie hat ein Duraludon. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wie das Teil hieß. Es tut mir leid. Viscogon, Hisui Farm. Latios, ein Hexerus und ein Mega Altaria. Ich hoffe mal, dass dieses Drachenteam jetzt um einiges besser performen wird. Weil das letzte Drachenteam war wieder mal ein kompletter Reinfall. Ach ja, kurze Shoutouts an die besten Leute, die mir auch geholfen haben, die Teams zu bauen. Große Shoutouts an Galva, der mir da recht unter die Arme gegriffen, auch das Regelwerk, also quasi die Bannliste gemacht hat. Nochmal große Shoutouts an Galva. Vielen, vielen Dank. Ja, das ist das Drachenteam. Sieht sehr cool aus. Ich mag das Drachenteam. Gehen wir zum nächsten Team. Das nächste Team ist Roman, the Emotional Scientist. Gebt euch den Dead Puppy Badge. Ich weiß auch nicht, was mir da eingefallen ist. Vielleicht wird das auch noch geändert. Und ja, er hat ein Gengar, ein, ich habe den Namen von dem Mon vergessen, ein Overquill, X-Bat und Mega Beedrill. Ja, die Poison Arena, es ist jetzt die Gift Arena. Bei der ersten Season war es probably in der Eis Arena. In der Top 4. So, sorry. Bisschen überaktive Katze. So, dieses Team. Ja, zwei Mods, die ich noch nie gespielt habe. Ja. Mal schauen, wie das werden wird. Bin sehr gespannt darauf. Das nächste Team ist Red Slim. Hey, neues Gesicht. Der Bugcatcher, der euch den Spiderweb Badge gibt. Er hat ein Chalventula, ein Cleavor, ein Scizor, ein Volcarona und Mega Heracross. Ich bin sehr gespannt auf Mega Heracross und auf Cleavor, weil ich die beiden noch nie gespielt habe. Und trotzdem bin ich auch da sehr, sehr gehypt drauf, weil ich bin sehr froh, dass ich dieses Teil mal wieder spielen kann. Allgemein ein paar neue Mons zu testen und so weiter und so fort. Wie ist das? Ja gut. Ja, nächstes Team. Mika, the girl with the dangerous plans. Diesmal, for real this time. gibt euch den Earthblock Badge. Das hat ein Ogapon in der Steinform, ein Hisuin Lilligant, ein Rotom Maul, Celebi und Mega Venusaur. Ja, das Team, hoffen wir mal, wird diesmal besser performen als die letzten beiden Pflanzenteams. Goddammit, die Pflanzenarena, die wird niemals einen guten Ruf finden. Ich hoffe, dieses Mal wird es hier um einiges ändern, weil das Team ist einiges gut besser. Ich sage auch vielen Dank an Galva, der mir auch da sehr gut geholfen hat. Ja, als nächstes haben wir Andrew, the one who choked in the glory hole. Okay, das ist einfach nur eine Mario Community Ankündigung. Nee, der gerne Leute pflegt. Wir haben hier Keldeo, Iron Hands, Slitherwing, Infernape und Mega Medicham. Ein relativ cooles Team. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie das Teil in dieser Challenge performen wird und wie auch. Warte, es gibt euch den Punch Badge. Das ist auch noch wichtig. Nummer 7. Aki, the Cold-Hearted Cosplayer, die euch den Ice Cube Badge gibt, die hat ein Alolan Ninetales, Weavile, Cloyster, Kyurem, das normale Kyurem und Mega Bombasnow. Das einzige Team, was sich quasi nicht geändert hat von Season 2, also vom Aufbau her, vielleicht hat sie dann ein paar Moves anders, hoho. Aber sonst ist das einzige Team, wo ich wirklich nicht umgebaut habe von den Pokémons her. Das heißt, das war das Team mit dem wenigsten Aufwand, würde ich sagen. Na gut, nächstes Team ist Lily, the Dreamful Mother. Die gibt euch den Red, Yellow, Green Badge, weil, wie gesagt, Ampel und so weiter. Sie hat diesmal ein Rotom Wash, ein Zapdos, ein Iron Thorns, ein Kapuriki und ein Mega Manectric. Auch das Team wieder mal ein bisschen Mischmasch aus Season 1 und 2, bis auf Iron Thorns, was neu dazugekommen ist. Weil ich auch sehr gespannt bin auf dieses Teil. Dann haben wir hier
Jonas, the one with the rock puns. Und da hatten, this is suspect, this is weird. Wir haben hier in dem Team ein Gaganuckle, ein Brokkolas, ein Terrakion, ein Hisuian, Arcanine und ein Mega Diancie. Diesmal Diancie, diesmal in der Gesteinsarena. Mal schauen, wie sich das Teil schlagen wird. Ich dachte mir halt so, warum nicht? Ich will was ausprobieren. Und das Team sieht auch einigermaßen sehr cool aus. Wir haben Brokkolas mit Sand mal wieder. Oh, wer hätte es gedacht? Oh, ein Brokkolas, das Sand zettet. Oh mein Gott, wer hätte damit nur gerechnet? Wer, ich nicht. Nächster. Kiara, the Fighter of Justice, die Feenarena. Diesmal ist die nicht mehr eine Feen-Top 4, sondern eine Feenarena. Auch ein kleines Experiment. Ja, die hat ein Kaporiki, ein Iron Valiant, ein Primarine, ein Galarian Weezing und Mega Gardevoir. Relativ cooles Team. Ich bin mal gespannt, wie die Feen in Arenen performen werden. Ist auch eine Entscheidung, die ich auch für mich selbst getroffen habe. Ja, bin gespannt auf diese Arena. Dann haben wir hier M6! The Absolute Goat. Also die Leute, die in der Kaiser-Community sind, kennen wahrscheinlich M6. Aber egal, der ist jetzt hier, die Unlicht-Arena. Und der hat hier ein Meowscarada, ein Iron Juggles? Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das Ding heißt. Iron Juggles, ein Tingliu, ein Incineroar und ein Mega Garados. Relativ interessantes Team. Auch diesmal die Unlicht ist diesmal jetzt auch auf die Arenen abgestiegen. Bin auch relativ gespannt, wie die da performen werden. Ich freue mich auf diese Arena auch speziell. Gehen wir auf die letzte Arena, die 12. Arena. Das ist wieder Maru, the Moon Witch. Die gibt euch den Magic Badge Orden. By the way, die Feen-Arena gibt euch den Sparkle Badge. Und der... Die Unlicht-Arena gibt euch den BLJ-Badge wegen Mario-Anspielung und so. Ja, aber The Magic Wand Badge. Sie hat ein Ditto, Hisui, Zoroark, ein Slaking, ein Swallow und ein Megalopunny. Eigentlich quasi auch fast schon dasselbe Team wie das letzte Mal. Aber trotzdem. Hat sich da ein bisschen was geändert. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das Team jetzt auch performen wird. Klar, Ditto und Megalopan sehen wir auch gleich und Hisu und Zorak auch. Aber mal sehen. Vielleicht wird es sich aber auch besser performen. Und natürlich wäre keine Arena der Insel ohne die Top 4. Die erste Top 4 ist die Wasser-Top 4. Vicky und Jackson sind wieder als eine Arena eingestuft. Was mich sehr freut, diesmal haben sie hier das Okapon Wasser, das Manaphy, ein Slowbro, ein Hisuian Samuroth, ein Impoleon und Mega Blastoise, natürlich ohne Shell Smash. The Absolute Love Duo. Das Wasserteam hat diesmal, wie es euch vielleicht auffällt, kein Niesel Setter. Auch das war wieder ein Experiment von mir, weil ich habe zweimal hintereinander Rain gespielt. Und da war das Team auch ziemlich eintönig. Darum dachte ich mir so, lass mal ein anderes Team bauen. Ja, es ist ein ziemlich cooles Team. Und ich freue mich auch auf dieses Team sehr, sehr. Dann gehen wir auf die Feuer-Top 4. Diesmal ist hat die Feuer-Arena in die Top 4 hochgekämpft. Ja, weil die Feuer-Arena bei den ersten beiden Champions relativ gut performt hat. Habe ich mich dazu entschieden, das zu einer Top 4 zu machen. Mal sehen, wie es in den 6 gegen 6 performt. Diesmal ist es Even, the Hot Tempered Fire Maniac. Der hat ein Torkoal, ein Koplosio, Rotom Heat, ein Volcanion, ein Flampivian und ein Mega Glurak X. Ja gut, welches Glurak hätte ich genommen? Y oder X? Klar, Y hätte mir noch mehr Pressure gegeben mit der Sonne, aber Glurak X, ich denke, das Teil wird relativ gut hier sein. Und ja, Even, mal schauen, was er den Gegnern zu bieten hat. Die dritte ist Shiki, the definitely not the psychic fighter, for if real. Ja, ist okay, ich höre schon auf. Dieses Team hat ein Victini, ein Iron
Boulder? Ja, Iron Boulder. Gallade, Galarian Slowking, ein Meloetta und ein Mega Latias. Nicht Latios, Mega Latias. Ist nicht immer so schön angezeigt. Ein relativ interessantes Team. So, ja, mal schauen, wie es. Diesmal habe ich auch dieses Team wieder umgebaut. Diesmal hat es kein Psychic Terrain. Vielleicht hat es ja doch irgendwo Psychic Terrain drauf, aber das wäre vielleicht nicht so schlau. Wer weiß, wer weiß. Auch dieses Team hat sich relativ verändert. Mal schauen, wie sich dieses Team diesmal schlagen wird. Ich bin gespannt. Dann das nächste ist. Wer soll das sein? Die Boden Top 4. Jetzt haben wir hier Leo, The Stacked Groundmaster. Er hat ein Hippoteros. Ein Demeteros in der Tiergeistform. Oh mein Gott. Landorus-T. Excadrill, Gastrodon. Ein. Fuck, wie heißt dieses? Dieses Vergangenheitsmagnetron. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Fuck, ich hab's echt vergessen. Und diesmal ist Mega Steelix nicht in der Gesteinsarena, sondern in der Bodentop 4. Ich hab den Fehler wieder gut gemacht. So, leck mich. So. Okay, ja, dieses Team Mega Steelix ist ein kleines Experiment. Vor allem, weil, Spoiler Alert, Mega Chomp diesmal gebannt worden ist, muss ich da Mega Steelix nehmen. Wir haben auch Mega Chomp erst nachhinein gebannt. Ich hatte auch vorhin Mega Steelix ausprobiert. Aber mal schauen, wie das Team performen wird. Wir gehen jetzt in die zweitletzte Top 4. Und zwar Wouter, the one with the iron shaped heart. Er hat ein Heatran, Cramor, Iron Crown, Bishop, Aegislash und Mega Morvile. Auch das ist ein relativ interessantes Team. Ein Team, was ich auch. Diesmal beide Male waren die Stahlarena halt. War es die Stahlarena? Diesmal habe ich daraus eine Stahl Top 4 gemacht. Was ich auch eine relativ nette Idee fand. Alleine mal, also da auch Stahl wirklich ein gefürchteter Typ ist, da vielleicht mal eine Top 4 draus zu machen. Und das Team ist relativ gut rausgekommen. Und ich bin gespannt, wie das Team performen wird. Als nächstes haben wir die letzte Top 4 oder Top 6, wie auch immer ich es nennen will, ist Galf, the Businessman. Er war damals noch ein Arenaleiter und jetzt dachte ich so, ne, ich bin jetzt Top 4. Ich habe ein Business aufgebaut, jetzt auch eine Top 4. Riesigen Skyscraper in der Burg, was auch immer. Okay, wir haben jetzt hier, er hat einen Gleiskor, einen Celesteela, einen Staraptor, einen Lavados, Tornadus T und ein Mega Aerodactyl. Die letzte Top 4, vielleicht auch meiner Meinung nach die stärkste Top 4. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, mal schauen, wie ich die spielen werde. Vor allem ist jede Top 4 ist irgendwo stark, finde ich. Und jede Arena hat auch bewiesen, dass die Arenen auch probably auch gefährlich werden können. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Team. Das ist der Champ. Ja, ich hoffe, es gehört. Die letzte Hürde, bevor ihr den Thron besteigen könnt. Und seine Champion hat, obviously, ein Victini, ein Tapu Fini, ein Resladero, ein Quirtle, ein Bisaflor und Mega Hundemon. Und das Team ist, ja, mir gefällt das Team vom Aufbau her. Ist relativ cool. Ja. Erstmal noch so große Shoutouts an Galva, der mir auch bei meinen Teams unter die Arme gegriffen hat. Ja, oh wow, er wird auch gegen meine Challenge probably antreten, aber Foreshadowing. Na, aber das ist auch, ja. Ich hatte ja auch meine eigene Challenge gespielt, wo ich auch meine Sets kannte. Aber trotzdem bin ich da auch relativ gespannt drauf, wie er sich da auch schlagen wird, weil er hat auch selbst gesagt, die Teams wurden relativ stark. Und ich bin wahrscheinlich auch relativ pumped up, wie die Challenge aussehen wird. Und ich freue mich riesig darauf, die Challenge endlich mal wieder starten zu können. Wie viele teilnehmen werden. Der Discord-Server wird auch unten verlinkt. Na dann, man sieht sich bei der Challenge. Euer Conny, bis dahin und ciao.